Au. Das sieht wertvoll aus. Gut, schieß auf mich. Da schieß ich ihm daneben. So. Ah, nicht vom Tod einkaschen. Einkaschen. Nicht vom Tod einkesseln lassen. Ist eine gute Idee. Hier schon mal ein Hühnchen abgreifen. Und durch den da durch. So, und wenn jetzt gleich wieder der Tod kommt. So, hauen wir hier oben über die Sprungplattform ab. Genau. Hier kommen wieder. So, ich werfe mal mein Schild. Das könnte ich auch mal machen. Okay, jetzt ist die Krone durch den Boden geglitscht irgendwie. Wow. Großer offener Raum ist gut. Finde ich jedenfalls, dass der gut ist. So. Du kannst gegen mein Schild. So, wo taucht der Tod dieses Mal auf? Da unten in der Ecke. Dann verziehen wir uns lieber. So, durch die Speerfalle durch. So. Geister. Ja, toll, immer wenn ich blocke. Oh. Oh, oh, oh. Toll, jetzt muss ich zurückrennen. Weil mir der Tod im Nacken sitzt. Ja. Au. So. Schieß ruhig. Ich hasse den Tod. Der kommt nämlich genau zur unpassendsten Zeit. Und ich kann leider nicht durch ihn durchwerfen. So. Genau, bleibt in den Stacheln und sterbt. Mit Können und Disziplin schafft man alles. Ja, während ich hier dem Tod entrinne. Ja, komm. Komm, komm. So. Schlüssel. 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 Und ich bin weg. Ja, dieses Mal habe ich den Tod wieder im Nacken. Und noch mehr Geister. So. Okay, ich habe den Geist erledigt. Muss ja auch mal klappen. Und ich habe schon wieder den Tod hinter mir. So, weg mit dir, Krieger. Schieß. So, weg mit dem Krieger. Einfach mal durchdashen. Ja. Und das war knapp. Da ist wieder ein Skelett in der Krone. Muss sagen, langsam klappt es einigermaßen. So. Au. Das könnte nützlich sein. Das ist auch nützlich. Das gibt mir mehr Geld. So, einzelne Skelette kann ich einfach weghauen. Bau. Wow.
Geld und ein Hühnchen. Der Tod? Schon wieder? Was dem nicht langweilig wird, so hinter mir herzuhetzen. Wundert mich irgendwie. Das da zerbrechen bitte so. Gut. Und der Ausgang. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. Und das beim ersten Anlauf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Beim ersten Anlauf und ohne ein Leben zu verlieren, glaube ich sogar. So. Level abgeschlossen, krönender Bonus. Zerstöre Objekte. So. Diese Herausforderung wird nicht so leicht wie die erste. Ich würde gern sehen, wie du hier lebend herauskommst. Okay, eine neue Kampfarena. Au. Wow. Fängt schon mal gut an. So. Okay, da hinten ist schon mal der erste Spawner aufgetaucht. So. Und zu dem müssen wir jetzt dann irgendwie rüberkommen. So. Ja. So. Beim Spawner bin ich schon mal. Jetzt flüchte ich vor dem Spawner. Und werfe einfach mal mein Schild, so weit wie ich es nicht kann. Ja. Einfach mal in der Ecke verkrümeln. So. So. Spawner ist weg. Genau. Die ballern sich gegenseitig selber ab. Hups, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt ist die Krone schon wieder unerreichbar. Oder auch nicht. Genau. Einfach mal hier langsam zurückgehen. So. Den weg. Komisch rumspacken, während ich das Schild noch oben halte. Das hast du verdient. Gut. Nächster Spawner. Die beiden Skelettschützen da unten. Den Beschwörungsstein zerstören. So, einmal eine in einer Reihe. Aufstellen bitte. Wow. Okay, der nächste. Das sind jetzt zwei diesmal. Okay. Krone. Au. Essen. Einfach mal die Gegner weg. Au. Da bin ich wohl wieder in die Pfeile rein. Okay, schießt. Jawohl. Das klappt ganz gut. Dank des Schildes. Wow. Und einmal rausdashen aus der Mitte. Ja, das klappt doch ganz gut sogar. Der Beschwörungsstein muss vernichtet werden. So, ihr drei feuert. Und ich kann hier Frisbee spielen. So, das ist hoffentlich der letzte Beschwörungsstein. Oder kommt jetzt noch was Böses?
So. Gut. Gut gekämpft. Ganz ehrlich, das war jetzt irgendwie einfacher als die erste Challenge. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich ein paar Mal jetzt getroffen wurde, war das doch etwas einfacher. So, das Geld nehme ich natürlich alles mit. Und dann schnappe ich mir hier unten noch das Geld. Und raus aus dieser Challenge. Sehr schön. Ja, 33 Minuten. Das ist ja mies. Sobald ich das hier freigeschaltet habe, kriege ich nur noch 20% Schaden, wenn meine Gesundheit unter 30% ist. Skelettbeschwinger. Bezwinger. Ja, sehr schön. Also das Eisrelikt ist schon mal sehr nice. Gucken wir mal, was für ein Relikt wir noch kaufen könnten. Wir könnten das hier upgraden. Oder aber... Monster ignorieren Helden für die Dauer des Effekts. Heilt alle 2 Sekunden alle Helden für einen kleinen Betrag. Erhöht die Wirkungsdauer. Beschwört einen Dämon bei, der für dich kämpft. Feinde verbrennt und verlangsamt. Gegner nehmen Schaden. Von Feindesberührung verursachter Schaden heilt dich. Oh ja, das klingt... Lässt sich geisterhaft werden. Alle Feinde, die diesen Bild erleiden, Schaden. Das wäre wert auszuprobieren. Obwohl ich den Ring gerne lieber hätte. So. Jetzt kann ich nämlich Doppelgänger von mir beschwören. In einen gebraten. Achso, in einen gebratenen Totan, also einen, der mich heilt. Auch noch. Das ist dann auch nice. Mehr Ausrüstung kann man immer brauchen. Gut. Ich hoffe, euch damit jetzt mal einen kleinen Einblick in Gauntlet gegeben zu haben. Bevor wir uns jetzt in Level 3 stürzen, mache ich dann aber erst einmal einen Cut. Also, bis dann.